Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder mal um GTA 6 und um das Thema Alligatoren im Spiel. Doch bevor das Video losgeht, würde ich mich noch sehr über ein Like und ein Abo auf meinen Kanal freuen. Denn damit kannst du mich und meine Arbeit gratis unterstützen. Und dann legen wir auch schon direkt los mit dem Video für heute. Und zwar hat ein Reddit-User namens SonGoku4200 die Frage gestellt, ob die Leute denn nicht gerne Alligatoren in GTA 6 wiederfinden würden. Denn Florida ist ja sehr, sehr bekannt für seine Alligatoren und GTA 6 wird ja bekanntlich in Florida spielen. Daraufhin haben sich sehr, sehr viele User sehr positiv zu dieser Frage geäußert, unter anderem auch ein User namens 69flux. Dessen Kommentar habe ich euch mal einfach kurz übersetzt fürs bessere Verständnis. Und zwar schreibt er, ich wäre so enttäuscht, wenn es keine Alligatoren gäbe, wenn man bedenkt, dass sie bereits in Red Dead Redemption 2 sind, sodass eigentlich die meiste Arbeit getan ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie sie reagieren, wenn sie bei 90 Meilen pro Stunde von einem Humvee getroffen werden. Diesen Kommentar fand ich persönlich eigentlich ganz witzig, weil wenn man bedenkt, dass man jetzt zum Beispiel eine Horde von Alligatoren überfährt mit unterschiedlichsten Fahrzeugen, finde ich es persönlich eigentlich ganz cool von der Vorstellung her, wie das dann aussieht im fertigen Spiel. Und meine weitere Meinung dazu ist, dass ich eigentlich echt auch sehr, sehr gerne Alligatoren im Spiel sehen würde, da mit jedem Tier oder auch in diesem Fall mit jedem Raubtier, was halt ins Spiel integriert wird, die Spielwelt ein bisschen lebendiger wird und sich so viel, viel mehr neue Möglichkeiten ergeben, wie das Spiel so an sich gestaltbar ist. Also zusammenfassend würde ich mich persönlich schon sehr, sehr darüber freuen, wenn die Alligatoren und auch wie gesagt noch ganz, ganz viele andere Raubtiere ihren Weg in GTA 6 finden würden. Jetzt würde mich aber natürlich noch eure Meinung zu dem Thema interessieren. Schreibt mir doch mal direkt in die Kommentare. Würdet ihr euch freuen, Alligatoren und andere Raubtiere in GTA 6 zu sehen oder findet ihr das vielleicht ein bisschen drüber? Und in diesem Sinne ist dieses kurze Video für heute dann auch schon fast wieder vorbei. Jetzt würde ich mich wie gesagt nochmal sehr über ein Like und ein Abo auf meinen Kanal freuen. Denn damit kannst du mich und meine Arbeit gratis unterstützen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.